sehr froh, dass ich Grundkenntnisse mitgebracht hatte, als ich kam. Denn ich kenne einen Studenten, als wir haben zusammen gewohnt in einem Studentenheim. Mein Gott, wenn man die Sprache nicht kennt, kann das etwas stressig sein. Er kam aus Jordanien und der musste wohl viel lernen für die Grundkenntnisse, denn er hätte eine sogenannte erweiterte Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ablegen müssen, um einen Studienplatz zu bekommen. Und vor allem, man kann immer sagen, deutsche Sprache, schwere Sprache. Verstehe ich auch nicht, aber egal. So. Und dann hat er gelernt und gelernt. Jeden Tag kam er zu mir. Oh, Ibrahim, du kannst Deutsch, du hast schon Deutsch. Komm, du musst mir helfen. Ich sage, ja, ich helfe dir doch. Jetzt guck mal, ob richtig, ne? Akkusativ, ich sage, wohin? Akkusativ, das weiß ich. Ich sage, sehr gut. Und wo? Oh, Dativ. Aha. Und was ist das? Genitiv. Ja, ich sage, okay, wunderbar. Der hat nur das gelernt. Dativ, Akkusativ, Nominativ. Andauernd. Ich gehe in die Akkusativ. Jawohl. Das weiß ich ganz genau. Ich sage, Mann, du bist ja klasse. Ja, das weiß ich. Ich habe gelernt. Ich sage, so gut, wunderbar. Ich gehe auf den Markt. Akkusativ, das weiß ich. Wirklich, das weiß ich. Na toll. Es war Montag. Katastrophe. Der gute Mann, mit meinem Freund bin ich denn eben zur Uni. Ich hätte ihn nie vorlassen dürfen. Der Bus kommt an, der steigt ein, der war dermaßen da drin. Steigt er ein, dann fragt ihn der Busfahrer, wohin, der sagte, Akkusativ. Ach, nee. Ja, aber ich glaube, der Busfahrer hinterher, denke ich, der Busfahrer war nicht besser. Er sagt, das ist nicht meine Richtung. Der hat recht, das ist nicht seine Richtung.